Ein Leben voller Erfahrungen. Theodor Fontane. Ein Schriftsteller, der weltoffen ist und viele Städte bereist. Über die Orte, die er sieht, schreibt er kritisch, aber auch mit Bewunderung. Theodor Fontane hat mit seinen Wanderungen vielen Menschen die Liebe zur Heimat geweckt und ihnen das Gefühl gegeben, dass man selbst dann, wenn man in der ganzen weiten Welt viel Schönes gesehen hat, das heimatliche Land doch immer am stärksten liebt. 1863. Um sich von einer Krankheit zu erholen, rät ihm seine Frau Emilie zu einer Reise. Er kehrt nach Usedom zurück, wo er einen Teil seiner Kindheit verbracht hat. Bei seinem Besuch mischen sich glückliche Kindheitserinnerungen mit den Gefühlen des erwachsenen Fontane. Mal nostalgisch, mal enttäuscht. Über Swinemünde, wo er 5 Jahre seiner Kindheit verbracht hat, schreibt Fontane: Dies führte mich natürlich auf das Haus, drinnen ich 5 Jahre lang gelebt, gelernt, gespielt, gelacht, geweint habe. Die Adlerapotheke ist nun verlegt zum kleinen Markt und aus dem Besitz ist ein schmieriger Kaufmannsladen geworden. Der Anblick für ihn war sehr enttäuschend. Zitat: Von leiser Wehmut, von einer gewissen Herbststimmung wird das Herz doch beschlichen. Über Heringsdorf schreibt er aus der heutigen Villa Fontane: Das Wetter ist schlecht. Gestern Wind, heute Regen. Und doch muss ich sagen, es ist entzückend. Das Haus selbst ganz allerliebst. Der Blick durch die Bäume hindurch auf das graue Meer poetisch und für Herz und Sinne unendlich wohltuend. Dieser Besuch auf Usedom wird zur Inspiration für Werke wie seinen autobiografischen Roman Meine Kinderjahre oder Effi Briest, ein Höhepunkt des poetischen Realismus der deutschen Literatur. Einige fiktive Orte des Romans sind von realen Orten auf Usedom inspiriert. Die Stadt Kessin an der Kessine ist Swinemünde an der Swine. Auch die Mündung der Schlohn bei Bansin kommt in dem Roman vor. Landschaften voller Schönheit, die die Inspiration des Schriftstellers wecken.